Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, zum letzten Mal haben euer Let's Play Retro und euer Steve im Juni 2018 gelitten und mittlerweile haben wir den 18.11.2018. Es geht auf Weihnachten zu und vor eurer Mitternacht wird von uns weitergespielt, nach langer, langer Zeit endlich mal wieder, weil uns Vampire Stone 2 Everlasting Blood einfach mal so irgendwie mega ankotzt. Nee, okay, eigentlich ist das gar nicht so schlimm, aber wir hatten einfach wieder Bock auf ein Spiel, das einfach richtig edgy ist, wo einfach der Entwickler genau wusste, wie seine Zielgruppe aussieht, ja. Wie er eine Figur schafft, die der Zielgruppe gefällt. Und das schafft Feuer und Mitternacht. Ich glaube, es geht mit Story oder so weiter, dadurch, dass wir schon ziemlich lange nicht mehr weitergespielt haben. Also, meine Erinnerungen sind folgende. Wir sind in eine Sequenz in eine Stadt reingegangen, nachdem wir davor einen Bosskampf hatten, wo wir ein Partymitglied hatten, nur für diesen Bosskampf. Dann war hier Regen, wir haben ja irgendwie kurz übernachtet, dann sind wir raus, dann hat ein Vogel die Stadt angegriffen, weil das tun Vögel so, und haben diesen Vogel besiegt. Und wenn wir jetzt rausgehen, gehen Sequenzen weiter. Soll ich dir sagen, was meine Gedanken sind? Ich will eigentlich nur irgendwo hin, wo ich mal ein bisschen grinden kann, aber ich glaube, irgendwie so eine Position wird es in diesem Spiel nicht mehr geben. Ich will mich nochmal ganz kurz hier im Gasthaus umsehen, einfach nur... Und ich finde, es war die letzte Einhorn-Inn gewesen, ich erinnere mich. Ach genau, schon das Inn, wo die Musik aus dem letzten Einhorn läuft, ne? Ja. Aber das ist natürlich ziemlich cool, ne? Und ich meine, letztlich, wie gesagt, Mystery Lady kannte halt ihre Zielgruppe, ne? Und tatsächlich ist der Song ja in Relation tatsächlich unverbraucht. Okay, ah, hier, wir können mal wieder auf Wänden laufen. Okay. Ching, ching. Hier lagen 50 Geldscheine. Naja, besser als nichts. Das ist so eine 1-Dollar-Noten. Ja, genau, 50 1-Dollar-Noten. Ne? Teleport aus dem Raum heraus. Teleport in den Raum hinein. Whee! Das hat mir irgendwie gefehlt, muss ich zugeben. Ja, so bescheuert die Lösung. Ich liebe dieses Spiel wirklich. Das ist schon echt viel zu lange her, dass wir es zuletzt gespielt haben. Wir sollten das echt mal ein bisschen regelmäßiger machen in Zukunft. Was hältst du davon, jetzt mal um jede Woche ein bisschen Feuer Mitternacht spielen? Oh, ich konnte gar nichts machen. Wenn ihr euch nicht beeilt, kann es schon zu spät sein. Oh, neues Partymitglied. Mir bleibt wohl nichts erspart. Wenn ich etwas über die alte Quelle erfahren will, muss ich wohl erst ihr Vertrauen gewinnen. Ich find's irgendwie cool, wie... Ich weiß, es sieht irgendwie ein bisschen aus wie so ein Transsexueller, ne? Irgendwie mit der Frisur und so, ne? Ja, also für mich sieht's eher nur so aus, als ist das dieser Typ, das ist ja dieser lüsterne Kerl. Der ins Bordell genau, geht. Genau, der lüsterne Kerl, der aber die Frisur von der alten Oma bekommen hat. Nee, der hat jetzt eine Ringe aufgesetzt, hat. Um sich so besser an Leute ranzumachen. Also, ist es eher so ein pervers. Genau, ich bin jetzt extrem vertrauenswürdig. Ah, wir sehen meine alten entzündeten Augen denn da. Kana, bist du das? War das deine oder meine? Ich glaube, das ist meine. Also, Leute, nehmt uns das nicht übel, wenn die Stimmen der Charaktere sich ab und an mal ändern, ja? Mendios, du hier? Nun ja, was soll ich sagen? Ich lebe seit kurzem wieder in Barit. Das Reisen wurde mir mit der Zeit doch etwas zu anstrengend. Ist das dort etwa auch ein Bekannter von dir? Oder treibst du dich in letzter Zeit gern mit dunklen Gesellen herum? Mit so super mega Edgelords und mit ihren coolen Ledermänteln und diesen Stiefeln mit Totenköpfen drauf? Das ist nur mein Begleiter. Ich kenne ihn noch nicht mal besonders gut. Aber er ist so süß, siehst du das nicht? Aber um nach Eldor... Stimmt, das war diese Star Wars nach. Um nach Eldor zurückzukommen, wollte ich nicht alleine reisen. Also nehme ich mir einfach den nächstbesten dahergelaufenen Typen. Verstehe. Und wie lautet euer Name? Wärtermann? Ist von keinerlei Bedeutung. Können wir jetzt endlich weitergehen? Ich habe es eilig. Wenn du dich nicht an dem Leben erfreuen kannst, dann sei lieber still. Ich gehe weiter, wenn es mir gefällt. Und Schluss! Hey, wage es nie wieder in diesem Ton mit mir zu reden, du blondes Flittchen. Ich bin aber zufällig brünett. Nein. Hey, Moment, ich mag vielleicht ein Flittchen sein, aber ich bin garantiert nicht blond, okay? Nimm also, das zurück. Also sie ist im Faceit auf jeden Fall blond. Also. Sag mal bitte nicht, wenn ich huste, Steve, ich muss das rauskatten. So, jetzt kannst du was sagen. Also sie ist auf jeden Fall blond. Vielleicht können das die Damen unter euch ja nochmal genauer definieren, aber für mich ist brünett. Also für mich ist das kein Brünett. So wie es aussieht, vielleicht die heiße Sonne eher dein Verstand. Sie sind eindeutig blond. Ja. Dann bist du also neidisch auf meine Haare, du schwarzes Schaf. Ja, jetzt beleidigst du ihn damit, dass er schwarz ist. So. Ich bin kein Schwarzer, hör auf mich zu beleidigen.
Also, ich möchte ungern stören, aber ich muss jetzt wirklich gehen. Bis dann! Was? Wir sind ihnen, glaube ich, zu dumm. So, warte doch. Ich konnte eure Unterhaltung gerade etwas verfolgen. Hast du uns gerade das nächste Plotziel gesagt? Ist etwa jemand in Schwierigkeiten? Ich helfe gerne. Also eigentlich... Wie oft soll ich es noch sagen? Ich habe keine Zeit für so einen Dreck. Entweder du kommst mit oder ich gehe alleine. Sei dich still. Dein Gejammer. Dein Jammer ist ja nicht mehr zu ertragen. Es läuft dir schon nichts davon. Ich will euch nicht damit reinziehen. Ich schaffe das auch alleine. Also ist doch etwas geschehen. Ich wollte gerade sagen, wir haben doch momentan kein eigentliches Ziel vor Augen, außer dass wir unsere Kräfte wieder zurückbekommen müssen. Und deswegen nach Endor wollen. Genau. Ich befürchte ja. Das Nachbardorf wurde ebenso wie dieser Ort von einigen Erdgeistern angegriffen. Warum auch immer Erdgeister das tun sollten, weil Erdgeister randomly böse sind. Es scheint, als hätten sich diese Raubvögel dort eingenistet und jetzt attackieren sie schon seit einiger Zeit das Dorf, selbst am Tage. Was jetzt, also irgendwelche Geister oder irgendwelche Vögel oder what? Und ich weiß nicht, warum tun das die Vögel? Das ist so etwas wie Wölfe, die eine Stadt angreifen. Das ist, weil diese Stadt hier eigentlich ein großer Vogelnistplatz ist. Und ja. Die Vögel wollen uns Menschen von hier vertreiben, damit sie ihre Vogeljungen hier großziehen können. Ja. Nein. Das ist ein alter Vogelfriedhof und die Leute haben einfach ihre Häuser darauf gebaut. Also, leben Vögel nicht irgendwie auf Häusern Bergen? Oder auf Bäumen oder auf Bergen oder was auch immer? Können Vögel und Menschen nicht einfach friedlich koexistieren? Nein, nicht in der Welt von Feuer und Mitternacht, nein. Das ist ja genau wie hier. Scheint, als bräuchten diese Bewohner dringend unsere Hilfe. Oh nein, immer diese Krähen, weg damit. Der letzte Bosskampf wird jetzt zum regulären Gegner. Unsere? Haha. Du meinst, du wirst mit den Recolors genauso schnell gehen wie bei Mystic Quest Legend? Ja. Wollt ihr also wirklich helfen? Auf keinen Fall, wenn es unbedingt nötig ist. Ja, lass unsere. Vielen Dank, das ist sehr nett von euch. Wer weiß, ob ich diesen Biestern alleine gewachsen wäre. Ist dein Begleiter stark genug für diese Aufgabe? Nein. Keine Sorge, er ist zäh. Aber wenn er nur so stark wäre wie seine große Klappe. Was sagst du da, du blonde Hexe? Wie oft noch? Ich bin brünett, also gehen wir. Sie ist nett, brünett. Gandhi liegt im Westen und ist nicht sehr weit entfernt von ihr. Beeilen wir uns lieber, der Mann wirkte sehr verängstigt. Ich glaube, das ist das falsche Facet. Und jetzt kriegen wir wieder eine Person für genau eine... Für einen Quest. Eine Feder, die muss dieser Riesenvogel fallen gelassen haben. Was, das war kein Feder, das sah eigentlich eher aus wie so ein Bogen. Was auch immer, ich werde auf jeden Fall erstmal speichern gehen. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Und danach gucken wir uns hier erstmal in aller Ruhe dieses beschauliche... Ich will erstmal, dass du den Typen dir anschaust. Ja, logisch. Level 33? Okay. Kannst du ihn ausziehen? Nein. Schade. Wow. Okay, es passt. Aber ich meine, dadurch sehen wir wenigstens mal, dass er halt wirklich powerful old man ist. Und dann würde ich vorschlagen, wir gehen einfach hier oben in der rechten Ecke mit dem Looten dieses Dorfes. Wo sind wir jetzt eigentlich nochmal? In welcher Stadt genau? Hast du dir das gemerkt? Du kannst dir doch ansonsten alles so gut merken. Eine Stadt, wir wollen nach Endor, ja? Hier lagen 100 Geldscheine. Gut, dass uns das Spiel das auch immer sagt, wenn man die rausnimmt. Ja. Hier ist etwas versteckt worden. Sieht aus wie eine uralte Schale. Die wurde früher als Opfergabe verwendet. Und das wissen wir woher genau? Hier versteckte sich eine Tempelschale. Okay. Das werde ich mir auch zusammenreimen, wenn ich das nächste Mal eine alte Schale finde. Die wurde schon früher mal für irgendwelche Opfergaben verwendet. Nein, das ist nur eine Schale für Zeug. Oh je. Ich habe ja gestern... Was soll ich nur tun? Ich bin noch gar nicht fertig mit dem Kochen. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Essen? Nein, danke. Eigentlich bin ich bereits satt. Wir sind hier, um dich zu looten. Oh, was wollen Sie dann hier? Das frage ich mich langsam auch. Immer wieder. Was? Das frage ich mich langsam auch. Immer wieder? Das klingt irgendwie schon wieder komisch. Vor allem, wäre es nicht irgendwie, warte mal kurz, wäre es nicht irgendwie logischer, wenn... Bleib mal kurz hier drin. Ja, warte. Ich gehe wieder rein. Ja? Also, wäre es nicht viel logischer, wenn die Küche... da stehen würde, wo das Bett ist und das Bett dann in diesem Raum drin wäre. Weil dann hätte man hier eine Küche, da vorne was zum Essbereich. Ja. Links, das kann ja auch ein Kamin sein in der Theorie. So halb. Und rechts ist ein Schlafzimmer.
Na, also komm schon, Steve, das ist jetzt aber wirklich nitpicken. Also so schlimm ist das Mapping jetzt auch nicht gewesen. Nein, aber so von der Logik her, oder? Ich meine, ansonsten hat mir der Raum ja gefallen. Aber wäre das nicht konsequent? Das wäre konsequent gewesen, ja, aber wahrscheinlich werden wir auch nicht immer in diesem Spiel teleportiert werden. Wenn WQIR schon mal hier sind, könnte ich mir neue Dolche kaufen. Brünette kämpfen mit Dolche. Die alten sind mir vor kurzem zerbrochen. Du kämpfst auch mit Waffen? Natürlich. Ich bin immerhin 5 verschiedene Kampftechniken vertraut. Das zählt auch die Dreikampftechnik. Ich kann gleichzeitig mit 2 Dolchen kämpfen und dabei auch noch mit der Faust zuschlagen. Das wird ziemlich schwierig. Was? Ja, sie hat nämlich in der einen Hand 2 Dolche und in der anderen Hand sozusagen die Faust. Ja, ich habe ja One Piece nicht geschaut. Ich habe so diesen Charakter namens Zorro. Ja, genau, da kann er auch 7 Schwerter auf einmal tragen oder so. Ich weiß nicht, wie macht man das? Also, nimmt sie die 2 Dolche in einer Hand und dann schlägt sie mit der anderen Hand wieder raus? Ich glaube, Zorro hat ja in jeder seiner beiden Hände sozusagen ein Schwert und dann noch ein Schwert in seinem Mund, sodass er 3 gleichzeitig tragen kann. Und das ist halt schon super mega edgy Anime-Style, ja. Ja, genau. Ja. Hä? Also ich will es nicht nitpicken, aber hä? Nicht schlecht. Ich wünschte, ich könnte das auch. Bohrschwert. Das ist ganz schön viel. Also das ist einfach klar zu machen von mir, nitpicken vorgeworfen. Ich fand das Mapping nicht schlecht in dem Haus, sondern meinte nur, wenn ihr selbst ein Spiel macht, würde ich genau das abändern. Ein Bohrschwert, eine Schwalbe, Haken, Myst. Es gibt ja eine Waffe namens Myst. Naja, wir gucken mal, vielleicht kaufen wir uns später noch irgendwas. Myst? Konnte ich noch hingehen. Myst war ein sehr umstrittenes Rollenspiel. Was ist mit dem... Hast du gerade den Händler gesehen? Der hat sich verändert. Ja. Das ist Privatgrund, Host. Guck mal, wenn er sich zu uns dreht, dann wird er jung. Dann verschwindet plötzlich sein Bart. Dann rasiert er sich einfach so. Ja. Aber wie passiert das? Na, einfach indem keiner darauf achtet, ist doch klar, oder? Arnok, hier läuft jeder Amok. Nehmen ist besser als geben. Es liegt in einem Fass. Hier lagen 150 Geldscheine in diesem Warum Fass. Warum muss ich Dinge immer 2-mal klicken, um rauszufinden, was ich da bekommen habe? Weil das in dem Spiel dazu ist, aber wenigstens ist es schön, dass uns das Spiel überhaupt sagt, was wir gefunden haben. Und zumindest ist es dabei konsequent. Genau. Langsam mache ich mir Sorgen um die Minenarbeiter. Immer häufiger werden sie von Schlangen angegriffen. Denn Schlangen sind die natürlichen Feinde von Minenarbeitern. Ja, genau, das war jetzt irgendwie die Aussage. Ich möchte kurz mich einfach von Bremen zitieren, was ich meinte mit Wölfe greifen ein Dorf an, Vögel greifen ein Dorf an. Hier liegt ein Buch über Kristalle, lesen. Es gibt 4 bekannte Arten von Kristallen oder auch Erdsteine genannt. Sie unterscheiden sich nicht nur farblich voneinander. Silberne Kristalle gehören zu den häufigsten ihrer Art. Sie sind an ihren unterschiedlichsten Farben zu erkennen, zum Beispiel silbern. Ja. Haben aber keine nennenswerte Effekte aufzuweisen. Außer, dass sie Erdgeister fernhalten. Aber dann hat es doch einen nennenswerten Effekt, oder? Ja. Dieser Stein hat die Fähigkeit, Erdgeister fernzuhalten. Denn zumindest wenn dieser Stein irgendwo rumliegt, dann gibt es keine Erdgeister, die dort irgendwo in der Nähe sind, ne? Richtig. Blaue Kristalle hingegen sind schon etwas mächtiger und nicht so oft vorzufinden. Ebenso weiße und schwarze Kristalle. Sie sollen sich in ihrer Art von 2 wesentlichen Punkten unterscheiden. Aber mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Na ja, halt doch. Allein die Nähe eines dieser seltenen Erdsteine kann eine dunkle Aura augenblicklich vernichten. Okay. Doch während die Weißen es schafft, gute Elemente in einem vergifteten Körper zu erkennen, bekämpft die dunkle Macht eines Kristalles auch den Wirten. Was? Diese Steine sind in Danglars bis jetzt nur eine Legende. Niemand hat hier einen schwarzen Kristall zu Gesicht bekommen. Also wer das jetzt von euch verstanden hat, der kann das mal bitte in die Kommentare schreiben. Das war... Hä? Also... Oh. Hat gerade heftig geleckt, hast du es gesehen? Weil der Text hat sich teilweise widersprochen. Also ich meine jetzt wirklich. Dieser Stein hat keine besonderen Fähigkeiten, außer dass er eine besondere Fähigkeit hat. Aber abgesehen davon hat er keine besondere Fähigkeit. Und die anderen Steine, die haben tolle Fähigkeiten, aber über die weiß man nichts. Aber das sind bestimmt ganz besondere Fähigkeiten. Ganz bestimmt. Ich meine, das tun viele Spiele. Und das mag ich jetzt, wenn man auf Tischen und so sehen kann, was man wo kaufen kann.
Ich hoffe, dass das Spiel das auch konsequent macht. Deswegen will ich hoffen, dass wir bei diesem Händler ja nämlich auch tatsächlich eine Uhr kaufen können. Und wir werden ja garantiert keine Uhr kaufen können. Hi, noch ein Kind. Wie soll ich das bloß meinem Mann erklären? Oh, ich bin bei solchem Wetter gar nicht auf Kundschaft gefasst gewesen. Was darf es sein? Wollt ihr eine schwangere Frau unterstützen? Also zumindest den Talisman, der da rumliegt, den verkauft sie auch wirklich. Mhm. Anhänger in Form eines Pferdekopfes. Und es gibt ja auch noch einen Kräuterhammer. Das kostet aber alles so viel Geld. Ich fühle mich gerade irgendwie so extrem arm in dem Spiel. Das gefällt mir nicht. Ich will mich reich fühlen. Ich glaube, in dem oberen Teil des Dorfes, abgesehen von dem Haus rechts von uns, sind wir jetzt eigentlich auch schon wieder durch. Ja, genau. Aber irgendwie in dem Spiel habe ich auch das Gefühl, wir würden ordentlich was finden. Ne? Also wir werden hier schon, wir finden hier schon ordentlich Loot, ne? Egoismus ja. Hat allerhand für sich. Was haben wir hier gefunden? 200 Geldscheine. Also gerade in diesen Fässern, die hier überall irgendwo so random rumstehen. Man könnte übrigens argumentieren, ja, indem... Die ganzen Dinger hier, ja, ist ja auch weiter. Also indem man sagt, man muss zweimal klicken, um zu sehen, was man bekommt. Dass es den Spielfluss fördert. Denn wenn ich es nochmal spiele, ja, dann halte ich mich sozusagen weniger damit auf, weil ich nicht eine Textbox wegdrücken muss, ja. Der ich erfahre, was ich bekomme. Das ist also, vom Prinzip wenn man, her korrekt, ne? Wenn man das jetzt mal in diese Richtung argumentiert. Also in einem actionlastigen Spiel würde ich diese Argumentation sogar gut finden. Aber ja klar, wäre für Speedruns dann sozusagen, um nochmal Zeit zu sparen, ne? Genau, für mich ist das aber hier eher ein langsames Rollenspiel und dadurch finde ich es eher nicht, dass die Argumentation für dieses Spiel zutrifft. Hier zum Beispiel gefällt mir die Raumeinteilung sehr gut. Hier ist genau das gemacht, was ich oben rechts sozusagen kritisiert habe. Du hast einen Schlafraum, du hast logische Flure, die sind vollkommen legitim, die Flure hier, und du hast eine Küche. Und einen Raum, in den man nicht reingehen kann, siehst du das? Ja, gut, das... Gut, danke, das ist halt Mystery die Begehbarkeit, aber... Ja, aber das war ein gut, schönes Haus. Genau, ich will nochmal gucken, ob diese Karte hier irgendwie... Nee, okay, diese Karte ist auch einfach nur zur Zier da und ja. Nicht irgendwie damit zu uns... Und auch noch die Relation von Außengröße zu Innengröße hat gepasst. Genau. Wirklich, genau so sollte ein Haus sein. Genau, das hat mir sehr gut gefallen. Also, diese Stadt hier finde ich insgesamt eigentlich recht ästhetisch, ne? Ja, genau. Ne? Danke, dass ihr uns gerettet habt. Ich war ganz schön erschrocken, als dieses Monster vor uns aufgetaucht ist. Ich glaube, den habe ich zu tief gesprochen. Ich frage mich halt, ob wir hier demnächst irgendwo nochmal einen Grinding-Spot bekommen. Weil es könnte nämlich sein, dass wir hier jetzt direkt irgendwie bei diesem Dorf einen haben. Das wäre für mich ziemlich praktisch. Ja, vor allem, wenn wir gerade so einen mächtigen NPC dabei hätten, der uns dabei hilft, ne? Genau. Kommen Sie den Tieren bloß nicht zu nahe. Sie sind noch wild und sehr scheu, besonders nach diesem Zwischenfall. Nachfragen verschwinden. Wir wollen natürlich nachfragen. Welchen Zwischenfall denn, hä? Etwa mit irgendwelchen Riesenvögeln? Vor einigen Tagen sind bereits einige dieser Riesenvögel in unser Dorf eingedrungen und haben sich auf die Pferde gestürzt. Ah ja, weil das ist, habe ich auch schon einige Male bei National Geographic gesehen, wie Pferde gegen Vögel kämpfen. Das passiert ziemlich oft, ne? Hast du schon mal gesehen, dass ein Strauß gegen ein Zebra kämpft? Also, ich finde es vor allen Dingen krass, wenn so ein Adler, ja, erstmal den Löwen angreift auch. Klar, warum nicht, ne? Aber Löwen sind ja keine Pferde. Ich konnte sie mit meinem Bruder und meiner Frau zwar verscheuchen, aber dabei kamen zwei der edlen Tiere ums Leben. Warte mal, also der letzte Vogel wirkt war ja ein Boss. Ja? Ein Boss. Ja, die Vögel in dieser Spielwelt sind einfach alle supermächtige Endgegner. Also gibt es die in verschiedener Stärke, ne? Ich meine, das ist ein NPC, der den betrieben hat, ne? Tragischer Tag. Ja. Der sich jetzt leider immer öfters wiederholt. Da ertragen wir sehr viel. Das ist wirklich sehr tragisch, wenn diese armen Vögel diese armen Pferde angreifen. Die Pferde sind im Vergleich zu uns sehr klein. Ich hab eine Idee. Cool, verstanden. Zwar, geh mal bitte speichern. Ja, warte. Du kannst mir in der Zwischenzeit gerne schon deine Idee mitteilen. Und danach versuchst du mal, den Ort nach Süden zu verlassen. Hast du das Gefühl, als ob du irgendwas breaken könntest, oder? Nein, ob wir da grinden können dadurch. Ich will nicht zurück, ich hätte gedacht, dass wir einfach nach Norden grinden können. Ich will noch mal ganz kurz nachschauen, weil wenn wir hier grinden können, so ungefähr, dann würde ich die Gelegenheit... Gandhi liegt westlich dieses Dorfes. Hier unten oben haben wir auf jeden Fall noch mal eine Feder.
Eine Feder, die muss dieser Riesenvogel fallen gelassen haben. Dürfen wir nämlich nichts übersehen. Es gibt hier viele bunte Smarties und auch viele bunte Blumen und so weiter. Die Blume zum Beispiel konnte ich gerade mitnehmen, aber keine Ahnung. Ja? Kannst du da mal einfach jetzt nach unten laufen, genau, weiter? Nochmal einfach nach unten. So. Einfach irgendwo durchlaufen, oder? Nein, versuche doch mal gegen die Wand zu laufen, konsequent. Ja. Machst du es bitte mal einfach gegen die Wand laufen? Ja, ich weiß nicht so wirklich, was du jetzt von mir möchtest. So, bleib. Geh einfach gegen die Wand, halt aber die Taste nach unten gedrückt. Ja, und jetzt? Alles laufen? Ich bin mir ganz sicher, ob das Umgebungsgeräusche sind. Das ist sozusagen nicht auf diesem einen Feld drauf. Also wenn du auf einem Feld stehst und einfach nur eine Taste drückst, dann hast du dieses Geräusch nicht. Okay, alles klar, weil ich wollte wissen, ob die Schrittgeräusche weitergehen, wenn du gegen die Wand läufst. Weil mein Problem ist, ich höre das ein bisschen verzögert über Skype. Und deswegen konnte ich halt nicht einschätzen, ob die Laufgeräusche auch weitergehen, wenn man gegen die Wand läuft. 500 Geldscheine ist ganz schön viel. Das finde ich dann übrigens gut, weil viele Spiele nutzen nämlich die schlechten Schrittgeräusche, wo man auch, wo es auch weiterläuft, wenn man gegen eine Wand läuft. Ich liebe Pflaumenkuchen, am liebsten mit warmem Tee und süßem Honig. Auch übrigens das Haus gefällt mir wieder. Siehst du, es ist wirklich nur das Haus und rechts, wo das nicht berücksichtigt wurde. Du bist aber niedlich. Ich finde es auch vor allem schön, dass in diesem Haus hier kein Platz mit einem sinnlosen Flur verschwendet wird. Ja, genau. Nicht so wie diesem Vampire Stone, sondern ein Zweihaus, wo irgendwie nur noch mal Flur extra, weil Flur scheinbar irgendwie auch richtig cooler Wohnraum ist. Ja. Meine Frau ist noch immer vollkommen hysterisch wegen dem, was geschehen ist. Dabei sollte sie das langsam gewohnt sein. Ja, das Doofe wird ja jede Woche von irgendwelchen Riesenvögeln angegriffen. Warum auch immer die das tun sollten. So ein schlimmes Kind. Das hätte wirklich schlimm enden können. Zum Glück waren sie ja in ihrer Nähe. Das war ein schlimmes Kind? Redet sie jetzt gerade mit uns? Waren wir zum Glück in seiner Nähe? Oder wer sind sie? Ja. Dann speichere nochmal, genau. Dann gucken wir mal nach rechts, ob du da gewinnen kannst. Genau, also ich würde tatsächlich vermuten, dass wir es können. Ja, deswegen. Das Spiel muss uns ja ab und zu mal irgendwie Grinding-Spots bieten. Weil dann sind wir müssen den auf jeden Fall nutzen, nach links. Achso, ja, das ist recht. Nach Westen mussten wir, genau. Es gibt ja nur drei Ausgänge hier. Ja. Das sieht mir nach Grinding aus. Perfekt, dann würde ich auf jeden Fall die Gelegenheit bis zum nächsten Mal nutzen. Oh, und hier gegen Gekas. Gekas. Genau. Gut, dann würden wir uns auf jeden Fall wie immer über einen netten Kommentar und den Daumen nach oben freuen. Und dann leiden wir auf jeden Fall weiter. Wahrscheinlich ist mittlerweile schon das Jahr 2019 angelitten und Steve und ich, wir freuen uns auf jeden Fall auf dieses Projekt, das wir zukünftig auch ein bisschen öfter spielen werden, weil ich muss zugeben, mir macht es auch tatsächlich ein bisschen mehr Spaß als Vampire Stone 2. Das Spiel hat ein bisschen mehr Spielfluss ungefähr, weil es ist dann doch irgendwie, es versucht kompakt eine Geschichte zu erzählen, während Vampire Stone eher so ein, weiß nicht, Sandbox-Open-World-Spiel ist. Für mich ist es was anderes. Das Spiel hier hat Charaktere. Ja, das stimmt, das hat Vampire Stone 2 in der Tat nicht. Hier, man muss schon sagen, egal wie Holy Figuren hier auch immer geschrieben sind, Es sind Figuren. Ja, es fühlt sich irgendwie alles tatsächlich noch so halbwegs gut an. Naja, so halbwegs. Wir würden uns auf jeden Fall wie immer über ganz viele nette Kommentare, ganz viele Daumen nach oben und ganz viele Handküsse freuen. Und dann sind wir gespannt, was uns hier über Feuer und Mitternacht noch so alles erwarten wird und ob wir tatsächlich noch leiden werden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.